Sie sagen, man sollte eigentlich den Deal mit der Türkei, mit Erdogan, eigentlich mehr oder weniger aufkündigen, die Zahlungen einstellen. Ist das nicht eine ziemlich riskante Angelegenheit? Man hätte diesen Deal niemals eingehen dürfen, weil Erdogan ist kein verlässlicher Partner. Aber dann hätte er wahrscheinlich auch die Zahlen nicht reduziert. Wir haben jetzt schon Milliarden bezahlt. Was macht er jetzt am Ende? Er will den Deal aufkündigen und droht. Er schickt da Millionen von Menschen nach Europa und wir haben ein doppeltes Problem. Wir haben diesen wackelnden Deal und wir haben mit der veränderten Situation in Italien auch ein offenes Tor nach Europa. Das heißt, die Bilder, die wir 2015 gesehen haben, wo viele glauben, das wird nicht mehr kommen, das könnte sich schon in diesem Jahr wiederholen. Und das ist keine Panikmache, keine Angstmache, das ist Realität, wenn man auch die Zeitungen international. Aber wäre es denn nicht umso wichtiger, dass die Vereinbarung mit der Türkei, die geschlossen wurde, hält? Wichtig ist, die eigenen Grenzen zu schützen. Das müssen das wir tun. Punkt. Man muss die eigenen Grenzen schützen und die nationalen Maßnahmen ergreifen, die notwendig sind. Also auch in Österreich? Auch in Österreich.